Ich möchte gerne Bürgermeister in der Gemeinde Stur werden, weil die Gemeinde Stur für mich sehr attraktiv ist und weil ich beruflich noch eine neue Herausforderung suche. Und ich finde, dass man in der Gemeinde Stur noch ganz viel bewegen kann. Meine Ziele sind in der Gemeinde Stur für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein, jeden Alters, von den ganz Kleinen bis zu den Senioren und Senioren. Und ich möchte in der Zeit einige von den Problemen, die ja meines Erachtens aufgelaufen sind, natürlich lösen und vom Tisch bekommen. Sie sollten mich als Bürgermeister wählen, weil ich die entsprechenden Erfahrungen mitbringe aus 13,5 Jahren praktischer Tätigkeit als Bürgermeister. Ich trete zur Bürgermeisterwahl an, weil ich für Stur etwas bewegen möchte. Stur ist eine sehr liebens- und lebenswerte Gemeinde, aber es gibt auch noch viel zu tun im Bereich Wirtschaft, Digitalisierung und frühkindlicher Bildung. Ich möchte gerne die schulische Bildung und die frühkindliche Bildung in Stur voranbringen. Ich möchte die Wirtschaft voranbringen. Ich möchte, dass hier gute und qualitätsvolle Unternehmen arbeiten und hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Und ich möchte eine Vision von Stur verwirklichen, dass sich die Sturer tatsächlich als Sturer empfinden und mit Stolz auf ihre Gemeinde blicken können. Ja, ich möchte gerne Bürgermeister werden, weil ich den frischen Wind von außen mitbringe. Ich bin Journalist, ich stehe für Kommunikation und Transparenz und ich möchte hier in dieser Gemeinde etwas für die Menschen tun im Bereich Digitalisierung, frühkindlicher Bildung und Wirtschaft. Und dazu bringe ich den Blick von außen mit und diesen frischen Wind, der dieser Gemeinde guttun wird. An Stur reizt mich, dass das hier meine Heimatregion ist. Ich komme ja gebürtig aus Diepholz und bin schon seit langer Zeit in Bremen beruflich tätig. Ich habe auch hier im Nordkreis gewohnt, in Martfeld. Deswegen empfinde ich das als hier mein Zuhause. Wir haben viele Freunde und auch Verwandte hier in der Gemeinde. Und das war deswegen nicht so fernliegend für mich, mich hier als Bürgermeister zu bewerben. Ich möchte in Stur mich für eine bessere Lebensqualität einsetzen. Stur wird geliebt von den Bürgern, die sind alle sehr glücklich hier. Aber man nimmt doch auch wahr, dass durch die 8 Ortsteile die Verbindung zwischen Ortsteilen nicht so besteht. Und dann brauchen wir einen besseren ÖPNV. Ich möchte sozusagen die Abhängigkeit vom PKW lockern. Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass man hier Carsharing-Angebote etablieren sollte. Und vor allem auch einen guten ÖPNV in Richtung Bremen und den Umlandgemeinden. Ja, Sie sollten mich als Bürgermeister wählen, weil ich glaube, dass ich aufgrund meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit sehr umfassende Erfahrungen sammeln konnte. Ich habe bundesweit gearbeitet, habe deswegen viele Vergleichsmöglichkeiten auch und bin daher auch sozusagen sehr wohl in der Lage, eine so große Verwaltung zu führen.